Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch mal WireGuard. Wir werden WireGuard erstmal erklären. Ich werde euch zeigen, was wir aufbauen. Es gibt ja verschiedene Methodiken, das zu tun. Ich werde euch zeigen, wie wir das Ganze installieren und natürlich die besagte Theorie, die ich hier immer mache, darf auch nicht fehlen. Und damit beginnen wir direkt erstmal jetzt. Eine kleine Zeichnung, was wir so haben und was wir im Endeffekt erwarten. Also wir haben hier auf der linken Seite einfach mal ein PC oder ein mobiles Endgerät, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Und auf der rechten Seite haben wir irgendwie einen Server, den haben wir, keine Ahnung, bei Hetzner, bei OneBlue oder wie sie alle heißen, ne? Vorsicht, Werbung. Und das ist unser Server, mit dem wir einfach mal über eine sichere mit einer sicheren Verbindung kommunizieren wollen mittels Wire, nicht Wireshark, wollte ich schon sagen. WireGuard. Genau. Rot ist das Internet deswegen, weil das Internet ist ja böse, aber hier diesen grünen Tunnel wollen wir gleich benutzen. Das heißt, um das jetzt mal symbolisch einfach mal zu malen, wir wollen gleich, dass die Verbindung von dem Server durch diesen Tunnel durchgeht. Wir wollen, dass das Handy da durch diesen gesicherten Tunnel durchgeht. Und mein PC im Endeffekt. Und dann können wir über das Internet, ich verschiebe das extra mal jetzt hier hin, über das Internet, über einen gesicherten Tunnel kommunizieren. Und wir haben eine sichere Verbindung aufgebaut. Ganz einfach. So, gleich noch ergänzend hinzu, was ich dann während der Installation euch auch sage. Wir kommen irgendwann zu einem Punkt, wo wir angeben können, dass wir eventuell mit unserem Handy, wenn wir uns hier drüber verbinden, über die WireGuard-Verbindung, auch quasi als VPN-Server das Ganze nutzen. Das heißt, wir gehen dann bei dem Klienten nicht mehr aus dem Internet raus, was bei ihm lokal ist, also am Handy oder am WLAN, sondern über diesen Tunnel, über den Server raus. Das ist dann genauso wie NordVPN oder was man halt eben so kennt. Genau, aber kommen wir erstmal zur Installation. Da habe ich einiges vorbereitet, nämlich zwei Putty-Fenster für euch und hier meine Anleitung, denn das sind einige Steps, die zeige ich euch aber auf meinem Blog. Link steht unten in der Videobeschreibung, da steht alles nochmal in Textform. Aber erstmal zur Erklärung, hier mein weißes Putty-Fenster ist mein Server und mein schwarzes Putty-Fenster hier ist ein Klienten. Es ist bei mir hier einfach ein Linux-Container und die unterscheiden sich erstmal soweit gar nicht. Als erstes fangen wir an, damit wir überhaupt WireGuard benutzen können, müssen wir erstmal überhaupt alles updaten und die entsprechenden Pakete installieren. Da WireGuard noch nicht in den offiziellen Linux-Headern und sonst was drinsteht, müssen wir uns erstmal die sogenannten Buster-Backports von Debian in unsere Paketquellen holen. Nur darüber bekommen wir überhaupt WireGuard erstmal zu erreichen. Also dadurch kommen wir erstmal an WireGuard an die Pakete überhaupt erstmal ran. Als erstes dann natürlich ein ganz normales apt-update, damit wir auch alle Paketquellen ganz normal aktualisiert haben und wir diese nutzen können und auch die neuen Pakete sehen. Hier auf der Serverseite gibt es erstmal was viel Wichtigeres. Wir müssen hier die Linux-Headers installieren und das tut man mit, also nicht, das tut man nicht mit welchen, sondern heißt hier uname --kernel-version. Bekommen wir hier, oder Release ist vielleicht viel besser, Release, bekommen wir unseren Release angezeigt, den wir momentan haben, auf welchem Kernel-Release wir momentan hier arbeiten bei dem System. Und genau davon müssen wir jetzt die Linux-Headers installieren. Und das tut man eben mit dem Befehl apt install linux-headers-, und dann schreiben wir hier eine Variable, $ in Klammern, und dann hier einfach, können wir auch den Befehl nehmen, geht auch, den fügen wir hier einfach ein und dann setzt er das als Variable einfach ein. Das müssen wir als erstes zumindest auf dem Server implementieren, sonst können wir WireGuard zwar installieren über die Paketquellen, aber wir können keine Interface anlegen, was natürlich wichtig ist. WireGuard braucht eigene Interface. Das müssen wir jetzt hier auf der Maschine nicht machen, weil der hat in seinen Linux-Headers schon aus meiner Proxmox-Umgebung das schon in seinen Linux-Header integriert. Das heißt, den Step, den können wir hier überspringen. Wir können aber auf der Seite schon mal weitermachen, indem wir WireGuard dort schon mal installieren. Der Server ist jetzt auch gerade schon fertig. Wie gesagt, alle Befehle findet ihr nochmal im Blog und da ist es auch nochmal aufgesplittet, welche Befehle müssen auf welcher Seite durchgeführt werden, damit ihr WireGuard vernünftig installiert bekommt und ihr nicht in ganz komische Fehlermeldungen reinkommt. Das Device kann nicht installiert werden, das Device kann nicht ausgerollt werden und so weiter und so fort. Da gibt es einige Probleme, aber trotzdem, ich habe zumindest das versucht, euch das jetzt hier so zu zeigen, wie es bei den meisten Umgebungen, wie gesagt, mit Debian, ich mache das hier mit Debian, funktionieren sollte oder soll. Korrekt.
Damit haben wir jetzt aber dann erstmal alles soweit vorbereitet. Die Serverseite ist jetzt soweit fertig und vorbereitet, dass wir WireGuard jetzt nutzen können. Das können wir testen, indem wir hier WG einfach mal eingeben. Da passiert jetzt auch nichts, aber wenn ich jetzt hier mal WG-Help eingebe, sehen wir schon mal, es wäre etwas da. Ne? Also WireGuard funktioniert. Was müssen wir denn noch zusätzlich auf beiden Seiten erstmal machen? Wir müssen auch noch ein IP-Forwarding machen. Das heißt, Pakete müssen ja über die entsprechenden Interface, gerade auch in dem WireGuard-Bereich, müssen dort weitergeleitet werden. Und dafür gibt es den ganz bekannten Part, das IPv4, IPv6 Forward. Und den, ihr kennt es vielleicht schon aus vielen anderen Anleitungen, oder dieses Forwarding kann man in dem System-Control-Conf einfach hier drüber editieren. Ihr scrollt ein bisschen runter und hier ist schon der auskommentierte Punkt mit net.ipv4 ipforward gleich 1. Wenn ihr das jetzt einfach aktiviert und speichert und im nächsten Step mit syscontrol-p scheinbar. Ah, jetzt hat er dann auch das hier aktualisiert und jetzt haben wir hier auch net.ipv4 ipforward gleich 1. Das Ganze müssen wir jetzt gleich auf der Klientenseite auch nochmal machen und dann kann auch der die Pakete an die entsprechenden Interfaces weiterleiten und die können dann auch genau dahin geroutet werden, wo man sie hinhaben will oder hinhaben muss, wie auch immer. Ja, die Pakete werden dann weitergeleitet. Hier machen wir jetzt also dasselbe. Gehen ins etc syscontrol.conf, scrollen ein wenig runter, da gibt es den Punkt namens net.ipforward1, speichern das, syscontrol-p. Und das NetIPv4 Forward ist aktiviert. So, jetzt fangen wir an, WireGuard ganz normal zu konfigurieren. Als erstes gehen wir mal in die Ordnerstruktur rein, wo WireGuard installiert wird. Ihr seht, ich mache jetzt einiges erstmal noch parallel. Ne, im Standardordner ist etc WireGuard und jetzt legen wir als allererstes mal euren Private Key und den Public Key auf den Systemen an. Erklärung zu den Befehlen gibt es natürlich im Blog, ansonsten auf die schnelle Art und Weise, es wird einmal mit umask die globalen Rechte gesetzt und dann wird ein Key-Pair generiert mit Private Key und Public Key und diese beiden Dateien werden dann hier abgelegt im Private Key und Public Key. So, die können wir uns auch jetzt hier anzeigen, einmal mit cat Public Key, cat Private Key, dann haben wir sie zumindest schon mal in der Konsole, hier dasselbe, cat Private Key und cat Public Key. Das sind jetzt sozusagen die Key-Pärchen von den einzelnen Seiten dementsprechend. Jetzt kommen wir schon zur Konfiguration. Wir fangen mit der Serverseite an. Das ist ja die, die alles entgegennimmt nachher und eventuell auch alles weiterleitet. So werden wir es zumindest einfach mal konfigurieren, weil das ist, glaube ich, das, was die meisten wollen. So, deswegen fangen wir hier an mit etc WireGuard und dann nennen wir das Ganze WG0. Das ist im Endeffekt der Standardname des ersten Interfaces. Man kann es auch anders nennen, aber in allen Konfigurationen, die man so im Internet findet, wird es so genannt. Deswegen behalten wir das jetzt einfach mal bei und nennen es einfach mal WG0.conf. Das editieren wir einfach und wie gesagt, auf der Webseite, im Blog, steht alles drin. Ich kopiere es jetzt einmal aus meinen Informationen hier alles raus und füge es hier einmal ein und gehe mit euch durch. Also als allererstes wird hier das Interface definiert und der Private Key von eurem Server wird gefordert. Das ist der, womit alle Pakete er selber seine Pakete im Endeffekt entschlüsseln kann. Mit dem öffentlichen werden ja verschlüsselt und mit dem Private Key wird entschlüsselt. Den gehen wir jetzt hier an. Private Key, wir kopieren ihn hier uns einfach. Mit der rechten Maustaste füge ich ihn ein. Bei Address, es gibt ein internes Netzwerk bei VPN, das gibt es eigentlich immer. Ich gehe einmal kurz zurück zu meinem Bildchen. Das ist ja hier dieses Grüne, das ist das Netzwerk, das interne Netzwerk und da braucht man natürlich auch eine IP-Adresse. Das ist aber nur eine IP-Adresse, um mit dem anderen Client über diese Verbindung zu kommunizieren. Die gebe ich jetzt einfach hier vor und das ist einfach ein Netz, was nirgendwo bei mir rumläuft. Das ist ein eigenes Netz, was dann bis auch mit keinem anderen irgendwo kollidiert. Und das ist hier einfach die 172.31.01/32, weil da brauche ich kein großartiges Netz. Also einfach nur merken, die 01 gehört dem Server. Safe config gleich true bedeutet, man kann auch einiges bei WireGuard an Befehlen direkt auf der Konsole abgeben. Das werden wir auch gleich zum Schluss einmal tun müssen. Bedeutet aber, wenn ich irgendwas auf der Konsole von WireGuard ändere, dann editiert er das auch direkt gleichzeitig hier in dieser Konfiguration drin, ohne dass ich meine WG0.conf nochmal irgendwie ändern muss. Dafür steht dieses safe config gleich true. Ist also sehr praktisch.
Die nächsten beiden Zeilen heißt im Endeffekt, was ich routen möchte oder was ich forwarden möchte. Also, dass meine ganzen Pakete, die von meiner Klientenseite zur Serverseite kommen, egal ob jetzt ins Internet oder lokal auf die ganzen Netze beim Server, sollen halt eben genattet werden. Das tut man hier. Es gibt nur eine wichtige Sache, die man editieren muss. Das ist hier hinten der Part mit dem ETH0. Das ist euer Netzwerkinterface, was hardcoded bei euch im Betriebssystem ist. Das kann man sich einfach mit dem Befehl IPA anzeigen lassen. Tun wir es gleich auch nochmal, um zur Sicherheit, um zu sehen, ob es stimmt. Aber das ist das, worüber dann nachher alles weitergeroutet wird. Worüber erreicht er denn die anderen Netze oder das Internet? Darum geht's hier. Das kann ETH0 heißen, das kann aber auch ENS18 heißen oder sonst was. Da muss man einfach bei sich auf dem System schauen. Der letzte Punkt, Listen Port, ist der Port, worauf der Server einfach hört. Also worauf lauscht der Server? Wohin verbindet? Oder wohin, also er lauscht da drauf. Wohin verbindet sich der Klient auf welchen Serverport? In dem Falle 51.820. Wir speichern einfach die Datei, gucken wie gerade mal angekündigt mal bei IPA rein und hier sehen wir bei mir, das Interface heißt ETH0. Damit sind wir jetzt erstmal mit der Konfiguration auf Serverseite soweit fertig. Jetzt gehen wir rüber auf die Klientenseite. Da gehen wir auch in die Datei namens etc WireGuard wg0.conf. Die legen wir neu an. Ihr kopiert euch das auch gerne von meiner Blogseite. Der Inhalt, aber der ist wieder nicht kompliziert. Interface fängt wieder von vorne an mit deinem privaten Schlüssel. Den fügen wir jetzt natürlich hier wieder ein. Wir scrollen ein Stückchen nach oben. Hier ist der Private Key. Entschuldigung, die Zeile Private Key. Von dem Klienten habe ich das hier eben richtig gemacht. Ja, war nur andersrum. Der Private Key und hier ist auch die IP-Adresse. Er bekommt die 02, hatte ich ja gerade schon erklärt. Wenn man will, kann man sogar einen eigenen DNS-Server angeben. Worüber soll dann dieser Client nachher im Internet oder über diese VPN-Verbindungen einen eigenen DNS-Server bekommen? In meinem Falle lasse ich es jetzt einfach mal aus. Ja, jetzt kommen wir hier schon zu einer Verbindung für den Public Key. Das ist im Endeffekt wirklich die Verbindung. Wohin baut mein Klient jetzt die Verbindung auf? Und hier gebe ich jetzt den öffentlichen Schlüssel von meinem Server an. Das heißt, ich gehe zu meinem Server, Public Key. Den kopiere ich mir und füge ihn ein. Das ist wirklich die Verbindung oder der öffentliche Schlüssel von meinem Server, damit die Kommunikation stattfinden kann mittels Private und Public Key. Genau, Endpoint, da kommt jetzt die IP-Adresse oder der DNS nach, DNS, der FQDN von meinem Server hin. Ich kopiere mal die mal eben, ich habe die hier auch stehen, die IP-Adresse einfügen und der Port 51.820 ist ja der, den ich haben will. Hier bei Load IPs, da steht wirklich die Netze drin, die mein Server oder die mein Klient erreichen soll über das VPN. In dem Fall steht jetzt hier 0000/0. Heißt alles, jegliches Netz, alles was er irgendwie erreichen möchte, ist wie die Default-Route, geht jetzt nachher über die VPN-Verbindung. Heißt auch Internet. Ja, aber hier stellt man im Endeffekt ein, welche Netze erreiche ich denn über diesen VPN-Tunnel? Das sagt dieses Allowed IP-Adress hier aus. Da kann man natürlich Comma-Separated mehrere angeben, aber das ist die ausschlaggebende Zeile für den Klienten. Welche Netze erreiche ich denn über diese Verbindung? Letzter Punkt, Persistent Keep Alive. Das ist das Paket, was einfach alle 25 Sekunden gesendet wird, um die Verbindung einfach aufrecht zu erhalten. Das ist einfach nur, hallo, ich lebe noch, hallo, ich lebe noch, damit die Verbindung einfach nicht verloren geht. Wir drücken auf Speichern und damit ist erstmal die Konfiguration soweit erstmal erledigt. Jetzt können wir hingehen und die Verbindung fast schon aufbauen. Wir müssen jetzt lediglich auf Serverseite den Klienten noch freigeben. Und aber vorher gehen wir mal hin und sagen wg-quick ab wg0. Hier sagen wir nichts anderes als wg-quick heißt, mach das mal alles schnell, WireGuard, schnelle Initialisierung mit meinem Interface wg0. Konfiguration findest du in deinem Ordner. Hat der auch gefunden, hat die IP-Adresse gefunden, hat das Forwarding gesetzt, hat die IP-Tables gesetzt und. Anschauen kann man sich das einfach hier unter WG und da sehen wir auch meinen Public Key, der Private Key ist hidden und auf welchem Port er hört. Also erstmal soweit alles schön. Dasselbe machen wir hier. WG-Quick ab WG0.
So, jetzt wird erstmal noch eine Verbindung noch nicht richtig zustande kommen, weil ich auf Serverseite noch gar nicht gesagt habe, du darfst kommunizieren. Hier steht zwar schon was, aber die Verbindung ist noch nicht so wirklich hergestellt oder erlaubt. Das ist jetzt der letzte Step, den wir jetzt auf Serverseite machen müssen. Und da habe ich ja eben schon erwähnt mit diesem Safe Config. Das überspringen wir jetzt, indem wir einfach ein Konsolenkommando eingeben und den Klienten darüber freigeben. Und er wird automatisch in der Kommandozeile oder in der Konfigurationsdatei dann freigegeben. Tun wir mit WGSet, WG0, welches Interface. Dann geben wir an Peer und hier muss dann jetzt der öffentliche Schlüssel hin. Von diesem System hier. Holen wir es einmal Public Key, einmal rauskopieren, hier einfügen in Gänze. Und dann müssen wir hier noch angeben die IP-Adresse, aber die VPN-IP-Adresse von dem Server hier. Und da, die gucken wir uns einmal an. Das war ja die WireGuard WG0. Und hier steht es in der Konfiguration drin. Das ist diese 172.31.02/32. Die füge ich hier bei Allowed IPs ein. Schwupps. Und damit habe ich dem WireGuard jetzt gerade einfach nur mitgeteilt, du darfst jetzt diesen Klienten darüber erreichen mit diesem Schlüssel. Füge ihn auch bitte zu deiner Konfiguration hinzu. Ich glaube mit WG- da gab es was mit Conf, Setconf, Adconf. Irgendwie konnte man sich da Showconf, WG0 konnte man sich die anzeigen lassen. Und ihr seht jetzt auch, hier steht jetzt auch im Endeffekt drin, wie hat er diesen Klienten zu erreichen. Das macht er dann jetzt automatisiert. So, wir machen nochmal WG, hier auch WG. Und jetzt sehen wir auch schon, dass wir in dem Bereich Transfer und Received auch etwas erreichen können. Beziehungsweise, dass hier schon ein paar Daten geflossen sind. Zur Kontrolle machen wir erst nochmal ein IPA. Und hier taucht jetzt auch das WG0 auf mit seiner IP-Adresse. Dasselbe auf der Seite, IPA. WG0 3101. Das heißt erstmal, das funktioniert soweit, die Verbindung ist aufgebaut und wir können sie jetzt einfach mal testen, indem wir einfach mal einen Ping schicken. Tun wir 172.31.02. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, wie ihr gerade vielleicht leider mitbekommen habt, musste ich das Video gerade kurz unterbrechen, weil es nicht ging. Problemlösung war relativ einfach. Ich musste einmal hier das WG Quick Down nehmen, also einmal das Interface runterfahren, weil er es nicht akzeptieren wollte. Also einfach einmal neu starten im Endeffekt das Interface. Und dann habe ich es einfach wieder abgenommen mit dem Befehl WG Quick Up WG0. Und jetzt kann ich auch ganz normal zwischen den beiden Seiten hin und her pingen. Das hat natürlich schon über eine VPN-Verbindung, das ist natürlich jetzt abgesichert, übers Internet eine gesicherte Verbindung und natürlich auch ziemlich zügig, da WireGuard sehr, ja, wie soll ich sagen, klein programmiert ist, öffentlich programmiert ist und ich glaube, das Ganze begrenzt sich wohl so auf 1000 Zeilen, habe ich irgendwo gelesen. Das heißt also, es ist nicht so overpowered, overloaded wie IPsec oder OpenVPN. Wer jetzt noch will, dass dieses Ganze automatisch auch beim nächsten Reboot noch weiterhin funktioniert, braucht lediglich die Befehle eingeben, System Control. Ich hole es euch einmal hier hervor. Ups, jetzt hat er natürlich dann wieder direkt ausgeführt. System Control Enable WG Quick steht auch im Blog drin. Damit ist es zumindest jetzt erstmal aktiviert und dann könnte man jetzt noch Start und Status sagen, um einfach das System Control zu starten. Brauchen wir jetzt hier nicht, aber System Enable WG Quick enabled einfach nur beim nächsten Systemstart, dass das Ganze auch automatisch wieder angestartet wird und eure VPN-Verbindung hergestellt wird. Genau. Jetzt können wir mal schauen, ob das Ganze auch noch weitergehend funktioniert, dass ich jetzt pinge. Ich kann jetzt die 111, das ist glaube ich irgendein Google DNS-Server, kann ich jetzt erreichen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich mache jetzt hier mal einen Traceroute über 11111. Und da haben wir jetzt auch schon, ich breche es schnell ab, was Interessantes gesehen. Normalerweise würde ich jetzt erwarten, wenn ich einen Traceroute, das ist ja das Pingen von meinen einzelnen Hops, wie erreiche ich mein Ziel, müsste ich jetzt direkt irgendwie an mein Gateway gehen und von da aus geht's raus zum Internet. Hier sehen wir allerdings als ersten Step, als ersten Hop, erreicht er die 172.31.01 und das ist ja mein Server. Das ist jetzt also der Beweis, dass meine jegliche Kommunikation, die ich durchführe, über meinen Server jetzt läuft. Ich zeige euch das Bild. Also wenn jetzt hier ein Klient irgendwas im Internet macht, geht er nicht hier über sein eigenes Internet raus und holt sich das, sondern er geht jetzt über die gesicherte VPN-Verbindung zu eurem Server und von daraus geht es raus ins Internet. Also ihr habt zumindest eure Verbindung, wo ihr dann unterwegs seid, zumindest geschützt. Bestes Beispiel,
euer Smartphone, ihr seid irgendwo am Flughafen, am Bahnhof, in irgendeinem öffentlichen WLAN, was immer schlecht ist. Wenn ihr euch dann von da aus einfach mit eurem Handy, mit WireGuard zu eurem Server verbindet, dann seid ihr zumindest in diesem WLAN, in diesem Bereich bis zu eurem Server zumindest schon mal mit euren Daten geschützt und keiner kann irgendwie nur mitlesen. Deswegen macht das Ganze Sinn, irgendwie sich so zu, das Ganze so im Endeffekt einzurichten. Genau, mehr kann ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Was ich ganz gerne mal zeige, um auch das Video in Gänze genießen zu können, ich installiere jetzt einfach mal ein iPerf, um die Performance einfach mal zwischen den beiden Standorten übers VPN zu messen. iPerf 3. Ne, die linke Seite dauert immer einen Moment länger, wissen wir schon. Hier ist er schon fertig. iPerf 3-S. Hier machen wir den Server auf. iPerf 3-Client 172.31.0.1. Also auf dem Server, der lauscht jetzt im Endeffekt und mein Klient, der schiebt jetzt Daten gleich zu dem Server hin. Um das jetzt einfach mal so ein bisschen genau zu vergleichen, ich habe hier bei mir zu Hause eine Upload-Geschwindigkeit von 50 Mbit, ne? Und eigentlich sagt man immer, VPN, das Ganze ist natürlich ein bisschen langsam, die ganzen Pakete müssen alle verschlüsselt werden und. Ich erwarte jetzt allerdings, dass ich hier meine 50 Mbit im Upload trotzdem erreiche. Deswegen probieren wir das Ganze einfach mal aus und wir sehen, er schwankt zwar so ein bisschen, jetzt momentan sind es nur 41, dann mal wieder 50. Ich erreiche schon wirklich meine 5 Megabyte oder 50 Mbit Upload über diesen VPN-Tunnel zum Server. Also das funktioniert wirklich sehr performant. Ich kann euch jetzt auch gerne einmal die andere Richtung zeigen. Da sehen wir aber keine großartigen verlässlichen Daten, weil mein Klient, den ich hier benutze, auf keinem sehr performanten System liegt. Und deswegen erwarte ich da vielleicht 200, 150, ach sogar viel weniger, 93, jetzt kommt 190. Es schwankt, ihr seht, das System ist ein bisschen brüchig. Das liegt nicht am Protokoll, das liegt eher an der empfangenden Seite, dass die gerade nicht mehr kann. Hier sehen wir es im Schnitt, 158 Mbit. Wie gesagt, liegt aber an der Empfängerseite und nicht am Protokoll. Das ist jetzt zumindest erstmal das Anschauliche, was ich hier euch zeigen kann. Ja, ihr merkt, auch wenn die Konfiguration eigentlich einfach ist, ne, man muss doch einige Sachen begutachten. Auch ich tue mich immer wieder schwer, ist halt eben nicht mein Hauptthemengebiet. Aber ganz ehrlich, was ich jetzt gesehen habe und gelernt habe, ist das eine sehr praktikable Sache, um einfach und schnell und auch um einfach das Ganze mit zu verstehen, einen VPN aufzubauen, egal ob es jetzt ein Side-to-Side-VPN ist oder ein Client-zu-Server-VPN ist. Es funktioniert einfach recht gut. Man muss sich natürlich noch mit so ein paar Routing-Sachen beschäftigen, wenn man das in Gänze bei sich überhaupt überall nutzen will. Denn das Protokoll ist ja natürlich auch nicht überall gang und gäbe. Also eine Verbindung aufbauen mit WireGuard und einer Fritzbox geht einfach nicht. Aber was geht, ist zum Beispiel OpenSense und WireGuard. Aber was wieder nicht geht, ist pfSense mit WireGuard. Also es ist noch nicht in Gänze überall implementiert. Ihr habt es ganz am Anfang gesehen, im Linux-Kernel ist es auch noch nicht ganz drin. Wird mit Sicherheit kommen und wird mit Sicherheit auch irgendwann irgendwie ein Standard werden, denn momentan ist es für einfache Verbindungen dann doch schon echt gut. Was heißt für einfache Verbindungen? Auch für große Mittelstandsverbindungen funktioniert es einfach gut. Verschlüsselung ist super und scheinbar, ich habe es noch nicht überall gemessen, ist auch die Performance einfach echt top. Und gerade da es auch quelloffen ist, kann man, wenn man möchte, unbedingt nach Security suchen an manchen Stellen. Aber auch hier werden die sich wahrscheinlich extrem schwer tun. Genau. Das war jetzt erstmal das letzte Video in diesem Jahr oder ihr seht das Video vielleicht sogar schon im neuen Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch, falls ihr es noch seht. Ansonsten wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, je nachdem wann ihr das Video seht oder natürlich, wenn ihr das Video viel später seht, einfach nur einen schönen guten Tag noch und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.